Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir meine Schuhe aussortieren, denn da ist doch einiges dabei, was gehen darf und wo ich mich gerne von trennen muss. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Schuhe, die ich jetzt hier jetzt nicht mit in das Video genommen habe, sind zum einen meine Gartenschuhe. Die stehen halt draußen, die ziehe ich in meinem Garten an. Die habe ich mir mal irgendwann bei, ich glaube, Aldi gekauft. Das sind einfach so Reinschlüpfschuhe in wasserfest, keine Ahnung, einfach welche für den Garten. Dann meine Bauschuhe mit Stahlkappe. Das ist halt auch eine wichtige Geschichte, wenn wir irgendwie irgendwelche Arbeiten machen, sei es Holzarbeiten oder sei es wirklich oben irgendwann mal in diesem Universum renovieren. Dann habe ich auch noch Schuhe, die ich anziehe, Hausschuhe, ganz normale Hausschlappen, so Billig-Clocks sind es eigentlich im Prinzip. Die sind jetzt auch nicht hier mit im Video mit dabei. Und ich habe noch ein paar Flipflops, das steht bei mir auf der Arbeit. Das sind so meine, wenn ich auf der Arbeit bin und einfach leichte Schuhe anhaben muss, dann stehen da Flipflops und dann kann ich die einfach anziehen, kann da reinschlüpfen und mich wohlfühlen. Und jetzt will ich gar nicht mehr lange Vorgeplänkel machen. Viel Spaß! Okay, wow. Hier sehen wir dann das ganze Ausmaß von meinem, ich nenne es mal Schuhhaufen. Ich habe alles zusammengesucht, sowohl hier aus dem Schrank als auch aus dem Schrank. Und dann habe ich noch ein bisschen was hier und da gehabt. Und jetzt werden wir mal gucken, was ich davon behalten werde und was ich aussortieren werde. Und schaut mal, ich habe es ja schon mal gesagt, ne? Sammy legt sich immer schön vor meine Tür. Sammy, willst du mit rein? Willst du mit rein? Ne? Maus. Kann das wohl sein, dass du nur neugierig bist? okay. Ich werde tatsächlich auch ein bisschen was anprobieren an Schuhen und ja. Erstmal muss ich auch die ganzen Schuhe zusammensuchen. Das hier sind sehr, sehr günstige Schuhe gewesen, die ich so mir mal gekauft habe in der Intention, das werden jetzt meine Sommerspaziergehschuhe mit Sammy werden. Ja, die habe ich auch, ich glaube, ein oder zwei Jahre lang getragen, aber mittlerweile, ja, nehme ich auch ganz normal meine regulären Schuhe dafür. Das heißt, die hier werden jetzt aussortiert. Übrigens, alle Schuhe, die aussortiert werden, werden entweder in Müll geschmissen, wenn die halt wirklich kaputt sind, oder sie werden halt entsprechend gespendet. Die werden vorher natürlich noch sauber gemacht. Die sind hier ja jetzt auch ein bisschen dreckig zum Beispiel, ne? Und dann gehen die in die Kleiderspende vom Deutschen Roten Kreuz. Diese Schuhe von Graceland finde ich eigentlich total schön, aber ich trage sie nicht. Die haben einen schönen Absatz, die sind echt hübsch, ne? Aber ich würde sowas entweder zu einem Rock kombinieren oder halt zu einer Hose. Bei einer Hose aber eher zu einer Schlaghose, weil wenn ich dazu eine schmalgeschnittene Hose anziehe, sieht das merkwürdig aus. Man sieht es auch, ne? Ich habe die kaum getragen. Die werden auf jeden Fall gespendet. Diese Schuhe von Victory habe ich mir auch geholt in der Intention, zum Spazierengehen diese Schuhe anzuziehen. Ja, oder halt als schwarze Sneaker, die ich einfach habe. Und deswegen, also das sind auch sehr, sehr bequeme Schuhe. Ich mag die echt gerne und deswegen werden die auch bleiben. Die sind jetzt ein bisschen dreckig, ein bisschen klobig und alles, aber ja, sind gute Schuhe. Die Schuhe habe ich mir kürzlich erst geholt. Das sind so Barfußschuhe. Ich finde die mega geil. Ich liebe sie. Ich trage sie sehr, sehr häufig jetzt im Sommer. Die sind super bequem. Die Sohle ist super flexibel. Das Einzige, gut, du kannst sie halt nicht anziehen, wenn es nass ist, weil du dann nasse Füße kriegst, weil es eigentlich eher so Schwimmschuhe sind. Aber ich finde die großartig. Also, ne? Mega bequem. Das sind so diese klassischen 5 Euro H&M-Schuhe. Ich finde die gut, ne? Also ich werde die auch behalten, weil die einfach super praktisch sind. Ab und an verfärben die sich, dann kommen die mal in eine Waschmaschine und die sind einfach sehr robust und dürfen einfach bleiben. Ich habe hier zwei verschiedene. Einmal die hier von Anna Field. Das sind halt welche, die einen Absatz haben. Absatz aus Stoff, das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil die dann halt schnell schmuddelig werden. Aber das sind halt so schöne Schuhe, die ich zu Abendkleidern anziehen kann. Alternativ diese hier von Tamaris, die ich einfach sehr bequem finde, in Anführungsstrichen, weil sie hinten halt diese versteckte Geschichte haben und hier oben drauf halt auch so ein bisschen noch mehr Riemchen. Und ich werde jetzt mich entscheiden, ob ich die von Anna Field behalten möchte oder die von Tamaris. Und deswegen werde ich jetzt an jedem Fuß einen anderen anziehen. Entspanntester Hund ever, würde ich mal so sagen, oder? Wenn Frauchen hier sitzt und rumrödelt und redet, das ist für ihn richtig einschläfernd. Spricht das jetzt für mich oder eher gegen mich? Hm, Sammy? So, hier sehen wir dann die beiden Schuhe angezogen. Das hier ist Tamaris und das hier ist Anna Field. Man sieht tatsächlich, dass sie sehr, sehr ähnlich sind. Ich habe mir jetzt hier so einen Spiegel hingestellt.
damit wir das auch von der Seite sehen können. Das ist von Imaco ein Spiegel. Ich habe den euch auch mal unten in der Infobox verlinkt. Da mache ich auch gerne so Produktfotos und sowas drauf. So, hier sehen wir dann von der Seite auch den Tamaris-Schuh, den ich persönlich bequemer tatsächlich sogar finde. Ich habe hier hinten auch mehr Halt drin. Vorne fühlt sich das auch deutlich bequemer an. Also das ist viel, viel, viel bequemer als der von Enerfield. Hier nochmal von der Seite der Enerfield. Ja, ne, also der hier wird jetzt gehen und der von Tamaris wird bleiben. Das, was mich halt ein bisschen stört, ist, dass wenn ich so halt gehe, so, sieht man das? Ja, jetzt filmen und gehen, das ist immer eine ganz großartige Kiste, Leute. Ist es so, dass ich nicht das Gefühl habe, als hätte ich in dem Tamaris-Schuh jetzt deutlich mehr Halt, weil einfach der Absatz auch viel höher ist, ne? Aber irgendwie, naja, und halt wenn du hinten diese Viecher hast, das schneidet halt auch irgendwann ein, wohingegen der hier dann bequemer ist. Ja, der Tamaris wird behalten und der Enerfield, der wird gespendet. Auch wenn der irgendwie fancy aussieht mit seinen Nieten, ne? Das hier sind meine Wintergassigi Stiefeletten, Stiefel, die ich mir aber auch schon vor 5 Jahren, nein, wie lange ist Sammy jetzt bei uns, vor 4 Jahren gekauft habe. Die sind super angenehm, weil die halt auch gefüttert sind und so. Die sind flach, das ist auch ganz schön. Aber mittlerweile sind die leider nicht mehr so dicht. Das heißt, wenn ich da tatsächlich auch im Winter oder im Herbst mit durch die Gegend Stiefel, im wahrsten Sinne des Wortes, habe ich nachher nasse Füße. Das heißt, die werden jetzt tatsächlich entsorgt. Ebenso entsorgt werden diese Viecher. Das sind einfach so Hausfuschen. Ich habe die in einer anderen Variante, wie auch immer, aber halt ohne dieses Plüsch drin. Wenn du einen Hund hast, man sieht es einfach, ne? Dass ich euch mal so nah meine dreckigen Sachen zeige. Ne? Uiuiui. Ja, das braucht kein Mensch, das kommt jetzt in den Müll. Das hier sind eigentlich Hochzeitsschuhe von Graceland, aber die habe ich mir einfach mal geholt, weil ich meine, so weiße Ballerinas sind eigentlich nie verkehrt. Die haben ja sogar so eine Silbernaht und so ein Kram, ne? Das ist ja Heidi-Tai. Aber du, also für haben und zu einem schönen Kleidchen im Sommer ist es eine ganz schöne Geschichte, deswegen dürfen die bleiben. Diese Schuhe sind eigentlich ganz schön, aber ich trage sie viel, viel, viel zu selten. Die muss ich tatsächlich mal tragen, jetzt so gerade im Sommer, ne? Ist es eine ganz gute Kiste. Boah, ne, ich habe mein Problem verstanden, weswegen ich die so lange nicht mehr getragen habe. Und zwar schneiden die hier an diesem Riemchen mega ein. Und ich habe ja wirklich, Größe 41, ne? Und ich habe es aufs Weiteste gestellt. Nee, das ist mir dann leider doch irgendwie zu unbequem. Übrigens entschuldige ich mich minimal für meine unrasierten Beine. Und hier hinten ist es auch sehr, guck mal, wie quetschig das aussieht. Nee, die werden gespendet. Nee. Also die Schuhe fühlen sich gerade wie Gummi auf meinen Füßen an. Die werde ich auch so nicht tragen können. Da kann ich ja echt kaum drin laufen. Also nee. Guck mal, wie, die sitzen ja alle nicht. Die werden gespendet. Safe. Diese Schuhe von Street Shoes sind echt der Wahnsinn. Ich liebe sie. Auch wenn hier schon eine Macke dran ist und die schon mehrfach beim Schuster waren, weil da der Absatz abgebrochen ist oder so. Die sind wahnsinnig schön. Ich meine, guckt euch das mal an. Es ist so glitzy, flitzy, blitzy. Gleichzeitig hast du eigentlich wohl Halt hier drin, weil du ja hier die Plateausohle so ein bisschen hast. Ja, es ist ein mordsmäßiger Absatz, aber ich kann da sogar drin tanzen. Und die glitzern und die kannst du zu allem anziehen. Egal, was für eine Farbe dein Kleid hat, diese Schuhe werden passen. Und ich finde sie auch halbwegs bequem tatsächlich. Ich habe vorne drin so Wölkchen, ne? Das sind so Geleinlagen. Und ich habe hier hinten drin auch mega guten Halt, also das ist auch 1A. Deswegen, ja, Lieblingsschuhe, absolut. Also was so Veranstaltungen angeht, Hochzeiten, keine Ahnung, das sind so wirklich meine Go-To-Schuhe im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, ich nehme mir aber immer, egal wo ich hingehe, wenn ich solche Schuhe anziehe, nochmal irgendwie so, keine Ahnung, solche Ballerinaschuhe mit oder so, ne? Weil, irgendwann kommt der Punkt am Abend, wo man einfach nicht mehr kann. Ich liebe diese Schuhe, auch wenn sie manchmal etwas unbequem sind, aber, ne? Ich liebe es einfach, sie im Schrank zu haben und zu wissen, dass ich sie habe. In solchen Schuhen habe ich übrigens auch immer so gerne solche Schuhspanner drin, dass wenn ich die halt wirklich nur 1-2 Mal im Jahr trage, ich trotzdem, wenn ich sie trage, bequem drin unterwegs sein werde. Das heißt, hier ist immer bei mir auch so ein Punkt oder hier hinten auch, ne? Das ist halt, ja, mir dann zu eng wird, ne, wenn die halt zu lange stehen. Einfach einen Schuhspanner rein, kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken, ist richtig klasse. Und ja, genau, dann kannst du die halt direkt anziehen und musst die nicht immer erst einlaufen, bevor du Party machen gehst.
Das sind eigentlich so super praktische und super simple Ballerinas von Graceland in so einem schönen Nude-Beige-Ton. Ich finde sie aber so unbequem. Ich habe das auch schon versucht mit Schuhspanner und so weiter hier vorne weiterzukriegen. Aber die schneiden mir im Laufe des Tages so unglaublich unpraktisch, unangenehm ein, dass ich die jetzt weggeben werde. Ich meine, ne, ich hatte mir eigentlich überlegt, dass es super cool wäre, die einfach zu allem tragen zu können. Aber es funktioniert nicht, weil sie einfach nicht funktionieren. Und wenn ich dann auf Arbeit sitze und mir meine Schuhe ausziehe und dann eine Erleichterung verspüre, dann merke ich, die Schuhe sind nichts für mich. Ja, die hatte ich euch ja eben schon gezeigt. Das sind halt so ganz klassische, ja, wie nennen sich die denn? Ein Zwischending zwischen Seeschuhen und Ballerinas, oder? Weiß ich nicht. Und hier ist halt das Coole, dass du hier so nur so ein Netz hast. Das heißt, die Schuhe, die Füße sind immer gut durchlüftet. Ich müsste hier die Einlagen mal auswechseln. Von welcher Marke sind die? Von Graceland, genau. Ja, da habe ich halt immer von DM oder von Rossmann, meistens von DM, dass ich mir diese Schuheinlagen da reinpacke, weil wenn man sich so günstige Schuhe holt, macht es durchaus Sinn, da einfach mal, ja, so an die Stinke-Einlagen und Wohlfühleinlagen reinzupacken. Auch bei diesen Schuhen hatte ich mir gedacht, dass es eine gute Idee wäre, sie zu kaufen. Aber ich kann sie nicht zu Jeans kombinieren, weil meine Waden dafür zu breit sind. Und ich kann sie auch nicht zu Röcken kombinieren, weil meine Waden dafür zu breit sind. Leider stehen die mir überhaupt nicht. Und ich habe sie echt nicht häufig angehabt. Und jedes Mal, wenn ich sie angehabt habe, habe ich sie quasi auch schon wieder fast ausgezogen. Ich fand sie halt einfach dann nicht passend vom Schnitt her. Und deswegen werden die gehen. Das müssten auch welche von Graceland. Sieht man voll, ne? Habe ich die überhaupt schon mal draußen getragen? Wahnsinn. Weiß ich nicht, da habe ich auch so eine Ledereinlage reingepackt. Sieht man darunter auch wieder Graceland, ne? Also ich kaufe meine Schuhe, weil sie halt einfach verfügbar sind, am meisten bei Deichmann, weil ich tatsächlich Größe 41 habe und es unheimlich schwer ist, als Frau mit einer Größe 41 weibliche Schuhe zu finden. Das hier sind zwei Paar Schuhe, die halt wirklich so täglich fast schon von mir getragen werden, wie man sieht, ne? Also die Skechers, die sind so bequem, die haben eine luftig leichte Sohle, muss echt mal wieder sauber gemacht werden. Das kann man am besten mit einem Schmutzradierer machen, ne? Da habe ich auch noch welche von zu Hause, die kriegt man ja überall im Laden, genau. Genauso ist es hier auch mit den Adidas Schuhen, die sind auch so bequem. Ich mag die richtig gerne, aber ja, ist halt weiß und dann werden die super schnell schmuddelig. Einfach mal so als Referenz, die hier hat mir meine Mom letztens vorbeigebracht, weil sie leider die falsche Größe gekauft hatte. So weiß müssten die hier quasi aussehen. Naja, aber das hier sind auch welche, die ich jetzt diesen Sommer erst bekommen habe und die ich halt auch gerne dann einfach mal so ganz casual trage. Ja, das sind so meine hellen Schuhe, die ich habe. Dafür, dass ich mich so darüber gefreut habe, als ich mir diese Schuhe gekauft habe, beziehungsweise meine Mama mir die ja zum Geburtstag geschenkt hat von TK Maxx, habe ich sie echt ganz schön selten getragen. Aber es war jetzt ja auch bislang erstmal Sommer. Also das sind nicht so Schuhe, die man anzieht, wenn draußen 35 Grad sind. Das sind einfach von Converse, die All-Star Chucks, ne? Das sind, habe ich echt noch gar nicht draußen getragen. Hey. In rosa. Ich finde die wirklich schön. Das ist halt so super Style zu einem Jeans-Outfit und dann weißes T-Shirt und fertig ist die Laube. Finde ich echt schick und mag ich gerne leiden. Und ja, das sind ganz, ganz, ganz tolle Schuhe mit großartigen Erinnerungen von mir. Das hier sind wieder so ganz klassische 5 oder 10 Euro H&M Schuhe. Ja, die sind jetzt wieder dreckig, die müssten mal wieder sauber gemacht werden. Ne? Das sind halt Sammys Haare, die hast du hier einfach überall. Aber ja, die habe ich so viel getragen, da habe ich echt einige Partys mit gefeiert. Sind wirklich bequem, aber ich habe jetzt ja die hier auch behalten. Ne? Also die hier und die sind jetzt auch ein bisschen neuer. Das heißt, die dürfen dann gehen, weil die sind schon sehr, sehr ähnlich. Auch wenn die hier jetzt wirklich noch ein bisschen mehr casual und die hier dafür dann ein bisschen feiner sind. Aber ja, die dürfen jetzt auf jeden Fall gehen. Ich weiß gar nicht, was ich gegen diese Schuhe habe. Die habe ich schon ganz schön lange nicht mehr getragen. Ich glaube, die waren einfach zu tief im Schrank. Die müssten von Aldi oder so kommen. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Ich habe immer hier diese Sohlen drüber, dann sieht man das ja leider nicht mehr so. Walk X. Ich glaube, das ist Aldi oder Postenbörse oder sonst irgendwie. Keine Ahnung. Auch so relativ günstige, ne? Auch wieder so Segler, Sneaker, irgendwas Schuhe. Die werden auf jeden Fall bleiben. Das ist mir ja fast schon peinlich. Aber das sind halt so mal eben schnell zum Einkaufen anziehen Schuhe. Die sind nicht super bequem, aber sie sind halt da. Genau. Bei denen hier, die muss ich gleich nochmal kurz überziehen. Das sind halt so Römer-Sandalen, die ich eigentlich auch mega schön finde. Also die mag ich auch gerne leiden. Das Einzige, was mich stört, ist halt das hier, ne? Weil das nervt halt schon irgendwann. Gerade weil das halt hier irgendwie, da ist ja auch nichts drum zu. Ich ziehe sie mal eben beide, einen den und einen den an. Dann sehen wir mal von der Bequemlichkeit, wie das so aussieht.
Es ist jetzt nicht super spektakulär. Also das hier sind halt wirklich so ganz, ganz leichte Schuhe. Man mag es kaum glauben, aber sie sind echt super bequem. Dadurch, dass die hier hinten einfach nur so ein bisschen rumgehen. Gut, das da hinten, das flappert da so ein bisschen vor sich rum. Das ist ein bisschen, ne, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber es gibt Halt irgendwie und ich kann damit echt gut und lange auch rumlaufen. Während ich hier erstmal ein schwieriges Gefühl hatte, da reinzukommen. Aber hier hinten an der Hacke habe ich auch wieder dieses enorme enge Gefühl. Diese Viecher hier sind mir einfach viel zu eng. Das heißt, das hier wird leider aussortiert. Schade. Eigentlich fand ich die echt schick, ne? Also wenn man die auch so sieht, das sind eigentlich ganz schicke Römer-Sandalen. Aber ich merke gerade schon, dass kein Blut mehr an meinen Fuß da ankommt. Die werden definitiv aussortiert. Leute, mir blutet das Herz. Das hier sind so meine absoluten Sommerschuhe 2020 und ich glaube sogar 2019 auch. Da habe ich sogar diese Einlagen reingepackt, die ich mir im, ich glaube, Rossmann gekauft habe. So ganz tolle Geleinlagen. Aber er ist kaputt. Ich habe ihn aufgetragen. Oh, ja, die Schuhe werden jetzt tatsächlich in den Müll kommen, weil kaputte Schuhe braucht kein Mensch. Ne? Schade. Wo kommen die weg? Ich weiß es nicht mehr. Ich will sie wieder haben. Victory. Ja, ich guck mal, ob ich die bei Deichmann nochmal finde, weil die waren echt so bequem. Und die finde ich so schön, weil die halt auch hier diesen Streifen haben, dieses Hellblau. Das hat zu allem gefühlt gepasst, was ich angezogen habe. Ja, aber die Schuhe müssen jetzt leider weg. Klassische flache Winterschuhe von Victory, die werden bleiben. Diese Stiefeletten von S. Oliver finde ich auch richtig schön. Die sind schick, die kann man gut zu allem anziehen. Die haben leichten Absatz, mag ich unheimlich gerne leiden. Die bleiben auch. Die Schuhe habe ich mir mal für teuer Geld gekauft, weil ich dachte, die wären irre bequem. Sind sie aber gar nicht so. Ich weiß nicht. Also ich denke, die werden jetzt tatsächlich einfach mal gehen. Ich finde sie auch für mich einfach nicht schön genug. Nee, ich mag die nicht so gern leiden. Diese Winterstiefeletten von Graceland sind echt eine Hausnummer, weil die einen richtig krassen Absatz haben. Aber die machen schöne Füße, weil die halt vorne so schön rund sind. Die sind schön gefüttert, sodass man da auch ordentlich warme Füße drin hat. Sehen toll zu Hose und Kleid aus. Ja, ich habe die schon ein bisschen, ne, demoliert, aber ja, haben auch eine ordentliche Sohle. Also klar, das sind ganz, ganz tolle Winterstiefeletten. Die habe ich mir tatsächlich sogar schon mal nachgekauft. Die hatte ich, einmal gehabt, dann sind sie mir kaputt gegangen und dann habe ich es mir neu gekauft von Victory. Das sind halt auch so ganz coole Stiefeletten, weil hier noch so eine Verzierung mit dabei ist. Kannst du einfach reinschlüpfen und dann ist das fertig. Mag ich gerne leiden, die sind toll. Und dann habe ich noch diese schwarzen Stiefeletten, die ich auch ganz schön finde. Die dürften auch von Victory oder Graceland oder sowas sein. Man sieht es nicht, weil da jetzt eine Sohle drin ist. Finde ich auch ganz nett und die sind vor allem auch richtig bequem. Also die kann man auch länger tragen und nicht nur, also bei denen ganz, ganz hohen ist es halt immer ein bisschen schwierig, sie dann so lange zu tragen. Bei denen ist es super einfach, ne? Das ist überhaupt kein Problem. Also die werden auch auf jeden Fall bleiben. Die sind halt nicht so ordentlich krass gefüttert, aber die kann man dann so auch als Übergangsstiefelette anziehen. So im Herbst oder im Frühling zum Beispiel trage ich die auch sehr gerne. Meine Stiefel haben eine ganz besondere Aufbewahrung und zwar hänge ich die einfach immer in meinen Schrank rein und habe sie dafür dann an Kleiderhaken befestigt, was total großartig ist. Also kann ich voll empfehlen. Es ist irgendwie gefühlt am platzsparendsten und das ist dann halt in meinem Jackenschrank mit drin. Und ja, da gehen wir jetzt auch mal durch die Stiefel durch. Das hier sind mega coole Stiefel. Die habe ich mal zugeschickt bekommen. Die sind echt toll. Ich liebe die. Die sind super bequem. Die sind super warm und haben oben schön so einen breiten Schaft, sodass ich das auch wirklich echt gut im Winter tragen kann und da mein Handy oben reinstecken kann, ne? So habe ich das meistens im Winter, dass ich das einfach an der Wade trage quasi. Genau. Ja, und das sind jetzt einfach schwarze Stiefel, die ich echt gut finde. Dann habe ich hier noch meine grauen Stiefel. Da muss ich echt nachdenken. Das sind auch welche, die ich richtig, richtig gerne trage. Ich mag die Absatzhöhe. Ich mag, dass die einfach auch super bequem sind. Die müssten von Deichmann sein. Ja, und das sind halt auch echt so Lieblingsstücke. Und das sieht man halt leider auch. Heißt, hinten der Absatz, der geht mir echt flöten. Ich weiß nicht, wie ich da das Matte wegbekomme, dass ich das wieder schön kriege. Ich habe da auch schon mal einen Schuster gefragt, der sagte, nee, da müssen wir dann, wenn überhaupt, den Absatz wechseln.
Ja, also ich denke, dass ich, ja, die werde ich auch nicht aussortieren. Knack, das war meine Hüfte. In einem knackigen Alter. Ja, also die finde ich halt wirklich klasse und deswegen werden die auch bleiben. Das hier sind so dunkelblaue Stiefel, die eigentlich auch echt schön aussehen. Ja, ich weiß nur nicht, werde ich die behalten, werde ich die nicht behalten? Ich habe ja schon flache Stiefel, aber die sind jetzt einfach immer ein Stück weit filigraner als die schwarzen, die ich habe. Das heißt, die dunkelblauen werden auch bleiben. Und dann habe ich noch hier meine schwarzen Stiefel mit Absatz. Ja, das sind eigentlich auch welche, die ich behalten werde. Bei Stiefeln was auszusortieren ist bei mir immer schwierig, weil ich wirklich ultimativ gerne Stiefel trage. Ich finde, das macht einfach auch ein schönes Bein. Also das sind auch tatsächlich meine Lieblingsschuhe an sich, ne? Also ja, wenn ich könnte, würde ich sie auch im Sommer tragen. Genau. Die hier werden aber gehen, die ich jetzt hier hinlege. Und zwar sind das braune Stiefel. Warum werden die gehen? Nicht, weil ich sie nicht schön finde. Ich finde sie wunderschön. Die machen auch wirklich kleine Füße. Die haben oben schön Breitenschaft. Aber die sind mir einfach viel zu unbequem. Ich kann damit nicht gut laufen. Das tut mir dann irgendwann echt hier weh. Und witzigerweise, ne? Denn ich kann in anderen hohen Schuhen deutlich besser laufen als in diesen Stiefeln. Das heißt, die hier werden mich verlassen. So, ihr Lieben. Wenn ich die dann hier auf den Haufen mit den aussortierten Sachen packe, haben wir hier einmal die Übersicht über die Schuhe, die ich tatsächlich spenden werde, die aussortiert worden sind und dann zum Deutschen Roten Kreuz wandern werden. Hier haben wir dann die Schuhe, die kaputt sind oder wie auch immer eul sind. Die kommen tatsächlich dann auch auf den Müll, sowie auch aussortierte Einlagen, NOM. Und hier haben wir dann einmal die Schuhe, die bleiben werden. Das ist nicht so viel, ne? Ich hatte bei meinem letzten Schuh, die Kletter, doch deutlich mehr Schuhe. Da war hier der komplette Vorraum von meinem YouTube-Zimmer voll. Da war alles voll. Und ja, da hinten haben wir dann noch die Stiefel, die bleiben werden. Und ich finde, dass das auch tatsächlich eine annehmbare Menge an Schuhen ist, die eine Frau besitzt. Weil so hat man eine gute Variationsmöglichkeit, aber es ist halt nicht so überwältigend und ich weiß immer noch, welche Schuhe ich besitze, um das mal so zu sagen. Ja, es ist mir schwer gefallen in manchen Momenten, wie ihr wahrscheinlich auch gemerkt habt, aber es hat gut getan, denn so habe ich jetzt mal so ein bisschen aussortieren können und wieder eine etwas überschaubarere Menge. Also ich reduziere immer mehr, das merkt ihr wahrscheinlich auch, ne? Beim letzten Mal waren es unfassbar viele Schuhe, ich verlinke euch das mal hier oben im i. Mittlerweile habe ich das dann doch ganz stark reduzieren können und Ziel ist es tatsächlich auch noch mehr zu reduzieren, aber dafür sind die Schuhe, die jetzt, ich gucke nach rechts, weil da steht ja noch alles, dafür sind die Schuhe, die jetzt noch da sind, auch einfach viel zu sehr Lieblingsstücke. Ich denke, die werde ich alle tragen, bis sie mir vom Fuß fallen werden. Ja. Also, wenn euch das Video gefallen hat, vielleicht hat es euch ja auch inspiriert oder so, ich weiß es nicht, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit meiner Sammlung. Ja, die nehmen wir mal hier rein, ne? Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!